Hallo und herzlich willkommen, ich bin Silke und heute ein neues Workout und zwar ist es ein Training für den Bauch. Und das Tolle ist, wir gehen nicht auf den Boden, es ist komplett im Stehen. Ich weiß, dass viele es nicht mögen, auf dem Boden Sit-Ups zu machen. Viele haben auch vielleicht Probleme, Sit-Ups auf dem Boden zu machen. Und deshalb hier komplett ein Training für den Bauch im Stehen, was nicht weniger anstrengend oder weniger effektiv ist. So, es sind 15 Übungen. Jede Übung wird 45 Sekunden gemacht. Und jetzt beginnen wir. Hör mal auf mit dem Quatschen und fang an. Ich freue mich auf euch. So, wir beginnen jetzt mit der ersten Übung. Beine schulterbreit auseinander, Knie nach oben und jeweils entgegengesetzte Hand aufs Knie. Und los. Bauchnabel schön zur Wirbelsäule. Durch die Nase einatmen, den Brustkorb öffnen, durch den Mund ausatmen, den Brustkorb schließen. Aber wir halten die ganze Zeit, ganze Workout über, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule gezogen. Damit haben wir auch schon ein Bauchtraining gemacht oder machen ein Bauchtraining. Das ist nämlich der Bauchmuskel, der den Bauch flach hält, ja, wenn wir den einziehen. Deshalb schön den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Noch 10. Jeder geht, macht es so, wie er kann. Nächste Übung, rechten Ellbogen zum linken Knie. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Jeder kommt nur so weit nach oben, wie er kann, ja? Ein und aus, ein, aus. Denkt daran, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule gezogen zu lassen, ja? Denkt daran, euer Bauchnabel berührt eure Wirbelsäule. Noch 7. Und noch einmal. Sehr schön. Die andere Seite. Bauchnabel zur Wirbelsäule, Schulterblätter tief, Nacken lang und ziehen. Einatmen und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Noch 10. Und entspannen, rechtes Bein anheben, Arme nach oben und jeder kommt so weit hoch, wie er kann. Ja, entweder höher oder nicht so hoch. Nur das rechte Bein erstmal nur. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Und noch 10. Denkt an den Bauchnabel, der kitzelt unsere Wirbelsäule, ja? Schön mit dem Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und halten. Und die andere Seite. Arme bleiben oben. Einatmen und das linke Bein heben. Ein und aus. 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 Und aus. Und noch 20. Ein und aus. Ein und aus. Ein. Und lockern. Jetzt hier die rechte Hand nach unten. Linke Hand zum Kopf. Und Seitenbeugen. Einatmen tief, ausatmen hoch. Kinn Richtung Brustbein, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Ein und aus. Ein und aus. Und aus.
schmeckt, ist schön die seitliche Bauchmuskulatur, aber auch vorne, wenn ihr die ganze Zeit die Spannung haltet und den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zieht. Sehr schön. Rechte Hand hinter den Kopf, Ellbogen schön nach hinten, Bauch rein, Schulterblätter tief, Abstand zwischen Ohren und Schultern groß halten. Und einatmen tief, ausatmen hoch. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und schön die Spannung halten hier. Den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen und so ein bisschen nach oben, als ob dein Bauchnabel in einen Fahrstuhl steigt und so eine Etage nach oben fährt. Sehr schön. Die Hände nach vorne, Bauch anspannen und ausdrehen. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Den Bauch schön angespannt halten. Der Po ist leicht angespannt. Ein und aus. Schön langsam. Bauch einziehen. Ein und aus. 5, 4, 3, 2, 1. Nächste Übung. Auch wieder hier. Wir gehen ein bisschen nach rechts und ziehen. Hier, mit dem rechten Bein nach links und ziehen. Linke und ziehen. Nach links und seitlich ziehen. Ja? Ein und ziehen. Das Bein muss nicht ganz so hoch. Ja? Es reicht, wenn es so ist. Es ist wichtig, dass wir hier seitlich etwas spüren. Hier, da geht es drum. Ein und aus. Ein und aus. Bauch weiterhin zu Wirbelsäule ziehen, den Bauchnabel. Ein und aus. Ein und aus. Und die andere Seite. Schön mit dem linken Fuß nach rechts. Und ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ihr müsst nicht ganz so hoch. Wenn es mit dem Bein nicht so hoch geht, macht das halt weniger. Ja? Wichtig ist, dass ihr eure Seite merkt. Ein und aus. Ein und aus. Ein. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Aus. Ein und aus. Ein und aus. Und lockern. Jetzt gehen wir weit auseinander, die Fußspitzen nach außen, vorne die Pistole und ein und aus. Ein und schnell. Ein und richtig mit Dampf, dass ihr euch mit der Bauchmuskulatur seitlich auch halten müsst. Ja? Einatmen und ein und Bauchnabel zur Wirbelsäule, Bauchnabel leicht nach oben ziehen. Einatmen und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Sehr schön. Jetzt kommen die Crunches, ja, nur im Stehen. Das heißt hier ein, Rippenbogen, ausatmen, nach unten. Einatmen. Öffnen, ausatmen, unten. Einatmen, öffnen, ausatmen, hier schließen. Einatmen, hier öffnen, ausatmen, Puppe ist angespannt. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Sehr schön. Die Hände wieder hinter den Kopf. Schön etwas in die Knie, Knie nach außen. Und ein und aus. Ein und aus. Ein
und aus. Ein und aus. Gleich habt ihr das geschafft. Zieht den Bauchnabel die ganze Zeit zur Wirbelsäule und leicht nach oben. Merkt ihr, wie angespannt euer Bauch ist? Und in der Position machen wir dann jeweils die Übungen. Sehr schön. So, die nächste Übung, wir gehen in die Kniebeuge. Keiner glaubt, dass das auch eine Übung für den Bauch ist, doch. Wir gehen tief und halten. Bauch wird angespannt. Guckt, dass ihr auf dem Hinterfuß steht, also auf den Hacken. Vorderfuß hebt ihr so ein bisschen an und schön halten. Ja? Durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Schon die vorletzte Übung. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen und leicht nach oben. Schulterblätter an der Wirbelsäule entlang nach unten. Den Abstand zwischen Ohren und Schultern groß halten. Und 3, 2, sehr schön. Und wir marschieren, das ist die letzte Übung. Richtig hoch mit den Knien. Jeder macht sein Tempo, es geht auch langsamer. Ja? Jeder macht sein Tempo. Und die letzten 30 Sekunden, dann seid ihr schon wieder fertig. Auch da weiterhin Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Und noch 20. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Gleich seid ihr mich los, gleich ist es vorbei. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön, das waren jetzt 15 Übungen für den Bauch. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr merkt euren Bauch. Aber eins als Tipp, haltet alleine schon durch eure Spannung hier, durch eure starke Körpermitte, habt ihr schon ein ganz anderes Bild. Denkt daran, gerade stehen, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, leicht nach oben, Scheitel zur Decke und wir sehen schon ganz anders aus, ja? Okay, viel Spaß mit weiteren Workouts von mir und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald, eure Silke.